grüße euch. Ich darf euch zum 10. Vlog begrüßen und wir machen natürlich weiter jetzt mal auf dem Rosentraktor. So. Die Fögen sind jetzt aktuell noch nicht fertig. Jetzt ist Wochenende und ja. Ich mir denke, ich schaue mir jetzt einmal die Mähwerkverstellung an, weil ja da ist mir irgendwas auseinandergefallen und ich mir denke, ich baue das Garchhaus. So. Zum Thema Garchhaus bauen kann ich jetzt was sagen. So schaut es hier unten aus. Da ist der Hebel auf einer Wöhn drauf. Das zweimal mit so Hohlsplinte gesichert. Da und da. Die habe ich jetzt rausgeklopft, da habe ich jetzt nicht mitgenommen, weil das war einfach nur stupides draufhauen. Und jetzt habe ich die Wöhn praktisch reinklopfen können vom Gestänge. So, dass ich ihn aushängen kann. Weil sonst müsste ich die ganzen Plastikkotflügel alles wegtun. Das habe ich keinen Bock. Ja, ich schaue jetzt, dass ich das noch irgendwie rausfummel und melde mich dann auf der Werkbank gleich wieder. Bis gleich. So, lala, habt ihr mal quasi meine Ansicht. So schaut das Teil aus. Der Knopf ist einmal fort. Und da ist der Knopf. Meiner Meinung nach müsste da das gelagert gewesen sein. Und ich glaube, das ist das Teil, was wir verloren haben. Die Feder wird dann wahrscheinlich nachher eingehängt. Alles andere macht halt keinen Sinn. Wie sieht sie aus? Wie hängt man die aus? Kurz hin. Ah, das ist verbogen. Herrlich. So, jetzt kriege ich die Feder. Okay, die ist noch gut. Also wenn es mich fragt, ist das einzige Problem an der Sache, dass der Stift, das müsste halt praktisch nach einem Riese, müsste das so da eingehängt herinnen sein. Das würde zumindest Sinn ergeben. Ja, das heißt für uns, wir bräuchten eigentlich nur so ein Schreiferl. Naja, jetzt schauen wir uns aber gleich noch an, ob wir das Hagel da ein wenig, wie soll ich sagen, ein wenig wieder auf aggressiv trimmen können, dass das wieder besser einrastet. Weil, das kann ich jetzt so aushängen, ich nehme mich da kurz mit. So, die Käme einfach einmal auf entspannt in den Schraubstock eingespannt. Das ist auch in Ordnung. Und zwar hagelt der Blödmann da so ein. So. Ich glaube, wir können da schon was verbessern. Wir schleifen am unten einfach wieder scharfe Kanten auf. Einfach. Misset. Was bringen. Ich sehe mich wieder am Schraubstockstativ. Hoppa. Ja, der Vater ist gerade am Fassel fahren. Deswegen ist da ein wenig ein Wirbel im Hintergrund. Jetzt ist natürlich guter Rat teuer, wie man das optimal wieder einfällt. Ich denke, dass wir das nachher irgendwie erwischen müssen. Oder das irgendwie mal einstopfen. So. Ich denke, einer der ersten Schritte müsste sein, dass wir die Feder irgendwie eingehängt kriegen wieder. Wo ist Feder? Da ist Feder. Ah, das war eh so angegangen.
eh gut, weil ich hab's verkehrt eingehängt. So. Dann da eine. Dann drücken wir den Stift wieder runter. So. Vielleicht noch einen Hauch. So, Feder kann aber nicht mehr weg. Hoppa! Und jetzt müssen wir schauen, dass wir es da ins. So. Jetzt werden wir sie da gleich mit so welche Schrauben bedienen. Hab ich eine Schraubensicherung da? Ah, über längere auch noch, sehr gut. Oft sind es echt nur Kleinigkeiten bei so Geschichten. Es ist so herrlich, wenn man nicht gleich mal instant alles wegschmeißt und es mal reparieren probiert. Ich habe mir im Innern schon gedacht, boah, was bestelle ich mir da? Irgend so von einem Anhänger, so ein Handbremse, Hebe praktisch mit Verzahnung, dass wir das irgendwie hinschmeißen. Ja, jetzt wird es leider, jetzt kommt da drin der Töpfer. Ey, wenn dem Mutter jetzt passt, der Selbstsichernde. Wir haben ein Schweinchen. Passt. Na so. Mein Vater hat sich bei mir beschwert, dass ich in den Videos zu wenig zeige, wie ich was mache. Wie sehe ich das? Ich will keinen langweilen irgendwie, deswegen habe ich mir einfach gedacht, ich sage, was ich mache, mach's und zeig's euch wieder. Was haltet ihr davon? Wollt ihr mehr sehen oder weniger sehen? Oder? Haut es einmal in die Kommentare. Ja, da richte ich mich echt noch euch. Für mich ist es egal, ich kann die Cam da herschalten, also herstellen. Mein Schwachsinn dazu blabern. Tut mir nicht weh. Ich trage es jetzt so weit fest, dass das einfach schon stiff ist. Oha! Hey, schaut sich das einmal an, so schön war das nicht einmal original. Das wird wieder flutschen. Optional habe ich natürlich überlegt, bevor ich mir einen neuen Hebel kaufe, dass ich das elektrisch mache. Aber ich kann nicht auch jede Reparatur eskalieren lassen und irgendwas modifizieren. Mit dem muss ich aufhören, ich daheim mit der Arbeit. Gut, dann montieren wir das wieder. Theoretisch. Aber nur theoretisch. Müssen wir das jetzt echt hinhauen? Das einzige Problem ist, wir müssen die Hohlstifte wieder reinbringen und das wird nicht so geil. Das kann ich jetzt schon sagen. Vor allem, weil die Wellen ja auch nicht wirklich Bock hat. Ungut, echt ungut. Ja, da kann ich jetzt aber beim Einfangen, glaube ich, tatsächlich nicht mitnehmen. Das durchaus Potenzial hat, der Hebe, dass wirklich Arbeit wird, aber das haben wir sehr gut repariert. Da klassisch ein Sternerl ins Mitteilungsheft. Na komm, warum würden die jetzt nicht rollen? So. Schaut mal zu, wenn ich mich blog. Ja. Sprich, wir werden es jetzt auf die Drahtbank schmeißen und den guten Oldtimer mal abwerfen und schauen, dass wir es einmal halbwegs einrichten. Dann drehen wir die Felgen aus.
klopfen die Lager rein und dann schauen wir, dass wir morgen, übermorgen, irgendwann, wenn wir Zeit haben, Jan wieder komplett machen. Gut, wir switchen in eine andere Zentrale. Gucken wir mal. Es schaut jetzt nicht wieder aus, aber ich find, dass er sich viel schneller wieder bewegt, einfach nur vom Vorschub her. Ne? Ha, Beinstellung gerade wieder gefunden. Probieren wir es jetzt einmal. Wie schön der Spar wegfährt. Das sieht gut aus. Ich meine, es ist nur immer nicht ganz perfekt. Da kann man sicher jetzt vielleicht einer von euch einen Tipp geben. Wahrscheinlich verwende ich sogar das falsche Muscle, ich weiß es nicht. Ich kann euch jetzt sagen, was ich zur Verfügung habe. Ist wenn das Licht auf damit. Das ist das, was ich zur Verfügung habe. Wie macht man das? Ich kann es halt gar nicht irgendwie leibend spannen. Und durch das, dass das so unförmig ist, kann man da nicht irgendwie so spannen mit dem Stift. Na, dass sie so schlecht laufen, hätte ich nicht geglaubt. So. Es tut mir furchtbar leid, ich habe schon wieder was gemacht, ohne mit der Cam euch mitzunehmen. Ich komme dann immer in so einen Workflow rein und dann rennst du dahin. Eigentlich habe ich geglaubt, dass das Ganze ganz anders abbrennt. Ich bin froh, dass ich nichts aufgeklärt gehabt habe, zwecks YouTube, weil ich habe mich selber verrennt. Echt schön. Ich habe nämlich geglaubt, dass da irgendwie fixe Buchsen drinnen sind, keine Ahnung, ich habe nichts ausgebracht. Ja. Hab dann ein Foto gefunden im Internet von so Felgen, wo man gesehen hat, dass da eine riesen metallene Buchse drin ist. Und zwar schaut das so aus. Das ist schon gescheit massiv. Also arg, ne? Und der Ansatz von außen schaut so aus, ne? Wie man es bei den Felgen gesehen hat. Ja.
das Ende von dem Lied ist das, dass ich dann einfach, ich hab so, das sind alte Stemmeisen, aber die, da kann man relativ schön Unlicht drauf haben, mit dem großen Hammer von innen, und hab da mal richtig durchgezogen und plötzlich ist eins rausgeflogen. Tja, was soll ich sagen? Jetzt habe ich die vier Lager reingedruckt, auf für den Traktor und gehen wir. Ich meine, ganz perfekt ist es glaube ich nicht, weil die Achsen auf der Futterachse sind ja auch schon ein bisschen eingerennt. Ich meine, das ist ja kein Fahrzeug, mit dem man jetzt auf Geschwindigkeitsrekordjagd geht. Ja. Wir werden halt die Luft nicht ganz wegbringen, sonst müssen die Achsen auch nicht machen. Ne? Gut, ich habe die Lager jetzt schon über den reingedruckt, die hat man mit dem Hammer ganz gemütlich reinklopfen können, die haben sich nicht recht gewehrt. Jetzt müssen wir da den Raffen noch montieren. Und da mache ich es immer so, bei so kleinen Sachen nehme ich eine Grippzangel und fixiere mir so eine Seite. Das hilft sehr. Also, ja. Aber so kleine Raffen montieren ist immer Sache. Da heißt es nicht Nerven wegschmeißen, ruhig bleiben. Dann fällt immer irgendwie eine Hand. Jetzt kommt er. So. Passt. Ich schaufe noch schnell die Ventile rein, dass wir es nicht verlieren. Haben wir das Thema auch erledigt, aber die Trabank brauchen wir trotzdem. Weil wir haben jetzt für den Rosentraktor quasi alles beieinander. Die Felgen sind erledigt. Pumpen wir dann oben auf der Landwirtschaft auf. Ich brauche jetzt den kleinen Kompressor nicht abwerfen. Wir haben unsere Rollen. Jetzt haben wir nur mehr das Projekt. Also die Rollen tauschen auf das. We'll be right back.
Ich habe das jetzt mit der Trabant gesehen, ich habe euch jetzt nicht bei alle 8 Distanzen mitgenommen. Ne? Mir fehlt Abstechmeißel definitiv, da habe ich noch nicht das Richtige für mich gefunden. Jetzt mache ich es meistens, dass ich mit der Flex durchschneide. Mir ist bewusst, dass ich voll viel falsch mache. Das bitte braucht es mir jetzt nicht schreiben, was ich nicht alles falsch mache. Ich habe nicht die Zeit, dass ich mich damit wirklich auseinandersetze und für meine Bastlereien reicht es. Ja. So schaut das jetzt aus. Und ich denke, fürs Mehlwerk wird es reichen. Also, ich mache mir am Weg und wir sehen Sie dann in der großen Werkstatt wieder. Neuer Tag, neues Glück. Ne? So, ich habe meinen Rasenmähertraktor wieder aufgekommen. Den müssen wir uns jetzt nur anschauen. Sollte alles beieinander haben. Mein Handy leitet auch schon wieder, das ist herrlich. Aber ich habe gestern das lackiert. Nur so Werkstattlackierung und einfach hingerotzt, ohne viel tun. Ne? Aber dieser Lack, der spannt so schön. Schaut, wie glatt das wurde. Das ist komplett gestört. Da ist kein Grund drunter. Da ist nichts geschliffen vorher drunter. Ich habe es gerade mit dem Bordwisch, also mit dem kleinen Besen, alles ein bisschen abgestellt. Ja, die GoPro sollte jetzt wieder gehen. Das ist mal klassisch. Ich habe eine halbe Stunde daheim ausprobiert, ob es funktioniert. Vor einer Viertelstunde daher. Sie ist jetzt 10 Minuten auf der Werkbank gelegen und Akku tot. Ja, jetzt soll es wieder gehen. Ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen weiter gemacht. Ich habe einmal die Raffen wieder aufgesteckt. Das schaut jetzt so aus. Das passt super mit dem Lager. Und das Spül. Ja, ihr habt es ja vorher gesehen, wie krass das war. Jetzt haben wir auch noch ein leichtes Spül, aber das ist das, was die Achsen eingrenzt sind jetzt, weil ja vorher keine Lager drin waren, sonst diese Gleitbuchsen. Ja, dann haben wir super Arbeit geleistet auf der Drehbank. Auch wenn es nicht genau ist, aber ey, das sind einmal Laufwellen fürs Mähwerk für die Ewigkeit, würde ich behaupten. Ich bin gespannt, ob sich was umwickelt oder ob das eine blöde Idee war. Aber passen tun sie mit dem Adapter, was wir da draht haben auf der Drehbank. Ja. Ich würde sagen, ich montiere noch die andere Seite, die Laufrollen auch. Ich zeige, ja, ist jetzt nicht so interessant. Und dann müssen wir da die Umlenkrollen die neuen montieren. Und dann können wir schon Probefahrt machen, wie da alles funktioniert. Aber ich denke, das schaut gut aus. Gut, Rollen sind jetzt alle oben. Es ist schon ziemlich cool. Also 25% von den Kosten, was wir gehabt hätten, wenn wir die originalen Plastikklumper drin wieder montiert hätten. Schauen wir mal, hoffentlich funktioniert es. Wenn nicht, gebe ich Bescheid, aber ich glaube, kann man machen. Gut, wie tue ich da jetzt her? Wir müssen jetzt das nämlich noch kurz abschmieren, das Ganze. Ich überlege gerade, wo ich die GoPro hin tue. Gleich mal ein bisschen ein Fett rein in den Leichenlager. Na komm her. Reicht. Passt. Gut. Wir sind soweit fertig. Ich habe jetzt nur die neuen Rollen alle drunter geschafft. Falls ihr es selber machen wollt, wichtig ist, den normalen Umlenkrollen zuerst festziehen und dann spannen, ist eh klar. Weil das ist die Spannrollen, die was praktisch am Rücken vom Kehrrahmen drauf drückt. Und so spannen sie meine Kehrrahmen. Da hat jeder ein bisschen eine andere Philosophie. Ich persönlich macht es zu übertriebene Spannung gar nicht. Geht immer auf irgendein Lager. Vor allem bei so klumpert Fahrzeuge wie Rosentraktoren. Ja, so schaut das jetzt aus. Die Rollen sind auch montiert. Abgeschmiert ist er. Die Messer tatsächlich habe ich einen Satz gefunden daheim. Also daheim habe ich noch einen neuen Messer-Satz. Also neu, eine Saison, den könnte man renovieren. Das werden wir auch machen, da habe ich jetzt keine neuen bestellt. Und Ölwechsel habe ich tatsächlich, der Motor ist erst 6 Stunden alt und ich habe nach einer Stunde das Öl gewechselt. Also ich glaube, da können wir locker noch 10 Stunden auffahren. Das heißt sozusagen bei 20, 30 Betriebsstunden haben wir das dann raus. Ich habe jetzt aber auch nicht nachgeschaut, was Brixenstraten angibt. Ist mir einfach wurscht. Ja. Cool. Das heißt, ich lasse das Ding jetzt einmal runter und dann wird man ausprobieren, ob er wieder fährt.
Na so gut, ich würde behaupten, Mission geglückt. Ein bisschen Blödsinn gerade gemacht, gerade dazu. Gut, ich habe jetzt noch ein paar Termine leider, dazu sagen, wie man es sehen will. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte abonnieren, kommentieren und liken. Und wir sehen uns am Freitag wieder mit einem großen Rosenmähertraktor. Also, für euch!